Liebe Leute, heute Person Nummer zwei, die mich darum gebeten hat, mal dieses Interview führen zu müssen, Kai Pflaume. Moin. Tag. Grüß dich. Ist das Teil des Konzepts, dass der Gast auf dem harten Stuhl sitzt und der Gastgeber im Sessel? Nur für die, die sich selber einladen. Ah, okay. Ja. Wer war denn der andere? Marcel Ah, Monte. ja. Kein Zufall. Kein Zufall, ja. Ja. Nur die Gleiches Szenario hier. Harten. Nur, ich bin ja im Grunde genommen Monte, nur ohne Gesichtstattoo. Bisschen älter noch. Ja. Ja. Naja, wohl. Nicht viel, Man aber sieht's nicht, man aber. sieht es nicht. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Pflaume und Zwetschge? Sind zwar tatsächlich zwei verschiedene Früchte. Weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, deswegen frage ich dich, Ja. ja. Eine hat einen Stein, der andere hat einen Kern. Ja, okay. Was Also ist der Unterschied zwischen Stein und Kern? Na, das ist biologisch ist das was anderes. Ja. Ja. Also ich bin eine Steinfrucht. Ja. Also ich habe einen harten Kern, aber eine weiche Schale, aber ich bin eine Steinfrucht als Pflaume. Du hast einen harten, okay, gut. Kern. Sind das eigentlich deine Fragen? Physisch sind das meine Fragen, ja. Ist das die Frage? Ja. Ja. Ob du dir die ausgedacht hast, meine ich. Ob Nee. das Dinge sind, die du gerne von mir wissen Nee, möchtest, das war meine nee, Frage. nee, ich verdiene sehr viel Geld und dementsprechend kann ich mir das leisten, Okay. dass das andere machen. Also Genau. du weißt gar nicht, was du mich fragst. Nee. Okay. Nee. Mein größter Albtraum ist ja, dass ein Podcast mit dir in meinem Auto läuft und ich bei einem Autounfall sterbe und dann alle denken, ich wäre ein Fan von dir. Was ist dein größter Albtraum? Ich habe ja blöderweise gar keinen Podcast, ne? Du warst wahrscheinlich schon mal zu Gast bei verschiedenen. Ich war zu Gast bei verschiedenen Podcasts, bin Ja. auch ab und an Thema bei verschiedenen Podcasts. Kann aber sagen, so mein Albtraum, und da versuche ich immer, das ist so ein, glaube ich, mittlerweile so ein fester Handgriff, mit offener Hose auf die Bühne zu gehen. Was kann ja sein, dass man, bevor man auf die Bühne geht, nochmal kurz auf der Toilette war und dann vergisst, den Laden zuzumachen. Und wenn dann vielleicht noch so ein Zipfel vom Hemd raushängt, was ja auch passieren Hemd kann, natürlich. Hemd, logisch, ja, dann das wäre lustig, glaube ich. Ja, weil man merkt das ja wahrscheinlich am Anfang gar nicht, aber alle anderen sehen es. Also so. Aber ich kann Okay. mit der Angst leben, kann damit Okay. umgehen. Ein zweiter Trick wäre ja einfach eine Hose mit so Knöpfen zu kaufen. Ja, oder eine Hose, die gar keinen Laden hat, die man einfach eine Ja. Jogginghose, die man Nennst so du das runter. Laden? Ja. Hosenladen? Ja. Wie nennst du das, wo du Hosen kaufen gehst? Das ist ein Geschäft. Okay, ein Ja. Geschäft. Okay. Hosengeschäft. Wie nennst du das, was du machst, nachdem du, bevor du deine Hose quasi zumachst? Ist das auch das Geschäft? Das Bevor ich die Geschäft Hose zumache? verrichten? Ach so, das meinst du? Ja? Kacka machen. Du hast mal in einem Interview gesagt, ich bin schon der Typ, der im Aufzug etwas sagt, wenn alle anderen schweigen. Ich dachte, du wärst bei den Elevator Boys rausgeflogen, weil du so verkrampft auf 14-Jährigen machst. Nee, ich bin bei den Elevator Boys rausgeflogen, weil ich echt nicht so geil tanzen kann. Das war der Hauptpunkt. Also optisch war es überhaupt kein Thema. Also da bin ich gar nicht aufgefallen zwischen den Ja. Jungs. Also konnte ich locker mithalten, aber ich kann echt nicht so geil tanzen und noch weniger singen. Die singen ja jetzt auch noch. Ja. Aber Aufzug fahre ich immer noch. Also das finde ich auch. Aber weißt du selber, wie das in Deutschland manchmal ist? Man kommt in den Aufzug rein und alle gucken betreten zum Boden. Und ich bin eher der Typ, der reinkommt und sagt: Morgen, hallo, wie geht's so? Also, weil du es nicht konntest, das war der Grund dann, warum du raus bist. Aber das hält dich ja grundsätzlich nicht von ab, Dinge zu machen. Nee. Ansonsten, also auf 14 mache ich selten, auf 24. Ja, Ja. weil es muss in Ansätzen glaubwürdig sein. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du Part von den Elevator Boys warst. Ja, die waren Ja. zwischendurch mal zu sechst. Ah, okay. Genau, ja. Komme ich da auch rein? Boah. Also Casting ist schon hart. Ja. Ja, du bist mehr so, für mich bist du mehr so Typ Escalator. Escalator Boy. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, Es dass ist du auf Vorgespräch. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du auf Gemeinschaftstoiletten am Pissoir oft klein gegen groß denken musst und dann so kichern musst, dass du fast daneben pinkelst. Was für schräge Marotten hast du denn noch?
Es ist ja nicht klein gegen groß, sondern es ist ja klein oder groß. Das ist ja die Entscheidung, wenn man auf die Toilette geht. Ne? Also die muss man in der Regel vorher treffen. Also quasi, was man für ein Geschäft... Genau, dann ist ja die Frage, ne? Also reicht es, wenn ich das Geschäft im Stehen dann erledige oder muss ich mich dafür setzen? Aber am Pissoir ist es ja schon klein oder groß. Dann ist es wenn eher... Wenn man nach unten dann guckt. Ist es eher... Ja, also es kommt ein bisschen auf die Temperatur auch an. Von dir? Nee, um mich herum. Ja. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Nee. Nee? Immer klein. Beim besten Video auf deinem YouTube-Channel wird in den Kommentaren übertrieben viel über einen Typen namens Marion gesprochen und in den höchsten Tönen gelobt. Was denkst du, warum dieses Video der absolute Höhepunkt in deiner Karriere war? Was denkst du darüber? Ich glaube, das war so authentisch, so real. Das war auch noch eine Anfangszeit von Marion, muss man auch sagen. Da war er noch nicht ganz so übertrieben, so drüber. Ja, aber das ist halt das. Ist auch ein bisschen das, was Geld aus Menschen macht. Ja. Ja. Okay. Das war ja. Ja, deswegen, also es läuft halt nicht mehr so gut, deswegen muss ich halt jetzt auch mit dir aufnehmen, dass wir halt ein bisschen Klicks wieder kriegen. Ja, deswegen versuche ich dich jetzt ja wieder zu pushen, wieder ein bisschen nach oben zu bringen. Ja, so, ja. Da bin ich auch Freund. Das ist so, weil ich habe nicht vergessen. Du hast mich ja in der Anfangszeit, auch als ich mit meinem Kanal angefangen habe, auch unterstützt. Weißt du, und jetzt, wo es für dich vielleicht gerade nicht so läuft, dann bin ich auch da. Okay. Dann bin ich auch für dich da. Dann ist einmal genullt und danach ist wieder genau, so. Genau, dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, genau. Aber es läuft ja jetzt danach auch für dich wieder. Ja. Weißt du, das ist ja im Grunde so. Hoffe ich. Also ich hoffe, also wenn das Video nicht gut ankommt, dann liegt es nur an dir wahrscheinlich. Ja, das ich bin da, also mache ich mir gar keine Gedanken drüber, dass das nicht gut ankommt. Okay. Ich glaube, sehr überraschend. Okay. Wer würde bei, wer weiß denn sowas, am schlechtesten abschneiden und warum? Knossi, Katja Krasavice, Fritz Meinecke, Kai Havertz oder Phil Laude? Also bis auf Fritz Meinecke und Kai Havertz waren die anderen drei ja schon da. Also der Knossi ist ja so ein bisschen so ein Typ auch wie Elton, ne? Ja. Also man muss ja gar nicht alles wissen, aber man muss ein gutes Gefühl haben, auch für die Sachen, die falsch sind. Ne? Es ist ja so, Bernhard weiß ja alles. Ja, stimmt. Denkt man zumindest. Ne? Bernhard und Katja waren ein gutes Team. Ja. Ich glaube, die nehmen demnächst auch zusammen was auf. Also die machen, wirklich? Ja. Ja. Ja, genau. Also die baden gehen? Bernhard Hoecke geht ja mal baden. Auf nee, das ist Wigald Boning. Stimmt. Ah. Das ist... Ja, kann man durcheinander kommen, ja. Die beiden. Wen hatten wir noch? Flo? Kai Havertz? Phil Laude? Kai Havertz? Phil Laude am schlechtesten? Ja, Phil... Der wollte, ich glaube, bei ihm ist manchmal das Problem, der will zu viel. Und dann verkrampft man, wenn man zu viel will. Verstehst du, ne? Ich habe gehofft, dass so, kennst du das so? Mhm. Also jetzt muss ich nicht drüber lachen. Ich bin froh, dass ich nicht die Zunge fallen drüber lachen muss. Weil sonst würde mein Gesicht so einfrieren vor Fremdscham. Ich fand den richtig gut. Deswegen würde ich jetzt gerne weitermachen. Der ist mir noch gar nicht eingefallen, als er in der Sendung war. Okay. Auf die Frage, welche Augenfarbe ist die schönste, hast du mal mit, ich glaube, ich habe blaue Augen geantwortet. Ist dir das nicht manchmal peinlich, dass du so sehr mit deinem Aussehen kokettierst, dass du in einem Interview so tust, dass du nicht mal weißt, welche Augenfarbe du hast? Nee, ich habe ja, das hat sich ja schon genau darauf bezogen, dass hast ich weiß. Hast du wirklich blaue Augen? Ja, ich habe wirklich blaue Augen. Das hat sich wirklich darauf bezogen, dass ich weiß, welche Augenfarbe ich habe. Mhm. Also das war die Frage, welche Augenfarbe die schönste. Da habe ich gesagt, ich glaube blau, weil ich habe ja blaue Augen. Und so habe ich das auch gemeint. Ja. Findest du meine Augen schön? Ich habe auch blaue Augen, so blau-grau. Ja. Problem bei dir ist, man sieht nicht so viel von dem. Man sieht nur die Hälfte der Pupille. Das ist so ein bisschen... Ah, jetzt. Du hast so grau... Grün, nee, grün ist da nicht drin, oder? Schlechtes Licht hier. Grau, eher grau. Grau-blau vielleicht, ja. Grau-blau, ja. Aber mehr grau.
Ja, bei mir ist es im Auge, bei dir kommt es wahrscheinlich im Haar dann irgendwann jetzt demnächst. Das Grau? Mhm. Ja, das ist interessant, dass du das gerade nicht fragst. Mhm. Aber meine Großmutter, die ist mit 84 gestorben und hatte nicht ein graues Haar. Mhm. Also es ist so ein bisschen eine Veranlagung. Ne? Also das ist ja eine Frage. Es gibt ja Menschen, die sind sehr früh schon sehr grau. Ja. Und andere werden es vielleicht eher gar nicht. Mhm. Ja. Ja, okay. Aber ich komme jetzt langsam in das Alter, wo irgendwann die Zahnfee wiederkommt. Die dritten. Mhm. Nee, erstmal, die Zahnfee bringt ja keine Zähne, die holt ja welche ab. Ah, okay. Ist das so, dass man im Alter Zähne abgeben muss wieder? Also fallen die aus oder was? Jetzt schon? Jetzt noch nicht, aber ich glaube, es ist zumindest irgendwann jetzt, kommt die Zeit dann wieder, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Aber ist doch schön, dann kriegt man wieder Spielzeug. Mhm. Ja. Vielleicht ein bisschen größer als früher. Spielzeug. Mhm. Du hast 18 Jahre lang Nur die Liebe zählt moderiert. Ja. Dann erklär mir mal jetzt, warum ich Single bin und warum das ja wohl nicht an mir liegen kann. Ja, du hast, ich glaube, du bist ein Typ, du hast zu viele verborgene Talente. Mhm. Ja. Was zum Beispiel? Ja, es fängt so ein bisschen beim Äußerlichen an. Mhm. Deine inneren Werte musst du, glaube ich, mehr nach außen kehren. Mhm. Ja, also musst du dir vielleicht mal, auch vielleicht mal einfach mal ein Schild umhängen. Ich bin eigentlich ein ganz netter Typ. Mhm. Ja, vermutet man das nicht bei mir? Ich weiß nicht. Ich glaube, du erscheinst sehr reserviert so auf die Menschen. Also ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, dass du ein Typ bist, mit dem man auch mal lachen kann. Mhm. Weil du ja schon, bist ja schon eher ein sehr ernster Mensch. Ja, ich lache auch sehr ungern eigentlich. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist so. Und vielleicht grundsätzlich mal sagen, hey, ich bin noch wieder zu haben. Mhm. Und ich bin eigentlich auch ganz gut zu haben. Das klingt so needy, finde ich. So, als wenn ich jetzt unbedingt jemanden brauche. So, ach so, aber so habe ich das gerade verstanden. Nee, ach so. Das interpretierst du da rein. Aber Ja, habe ich gerade so, weil du das so sagst. So. Mhm. Das hörte für mich, hörte sich das so an, als ob du jetzt eigentlich gerne einen Hinweis möchtest, wie du den Zustand jetzt, wie er jetzt gerade ist, ändern kannst. Gut, machen wir mal weiter. Mhm. Wer hätte in einem Kampf gegen einen Känguru am wenigsten Chancen? Elias, N97, Montana Black, Kai Havertz, Gnu oder die Worldwide Wohnzimmer-Zwillinge? Ja, ich glaube schon Dennis und Benny. Also die Worldwide Wohnzimmer-Zwillinge. Ich glaube, die hätten nicht so, gegen Känguru. Mhm. Ja, weil das, also es sind einfach auch ganz unterschiedliche Gewichtsklassen. Ne? So, ich glaube auch so in der, also gerade auch, ne, die sind ja nicht so, ich sag mal, nicht so schnell unterwegs, ne? Die sind ja so ein bisschen so. Die Zwillinge meinst du? Mhm. Ja. Die sind ja so ein bisschen so kräftiger. Ne? Also so Schnellkraft ist, glaube ich, nicht so ihres. Ne? Also im Armdrücken können die vermutlich gewinnen? Oh ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Auch gegeneinander. Gegeneinander, können die ja gewinnen, ja. Mhm. Wobei, das ist eine interessante Frage. Wenn Zwillinge gegeneinander Arm drücken, ne, das ist doch eigentlich ein Nullspiel. Weil eigentlich müssen die doch gleich sein. Ja, eigentlich ja. Müssen die gleich stark sein. Theoretisch schon. Boah, das möchte ich gerne mal sehen, wenn die gegeneinander Arm drücken. Aber sind das eineiige Zwillinge? Ich glaube schon. Aber die sehen nicht so aus. Ja. Aber ich glaube schon, die haben mir mal erzählt, sie sind eineiig. Ja, okay, dann weißt du es ja. Mhm. Okay. Ja. Aber die heißen doch gleich. Mit Vornamen? Nee, mit Walter, also mit Nachnamen. Ja. Vornamen wäre komisch. Das stimmt, ja. Ein Witz von dir ist, dass du jemand einen Korb in die Hand drückst und dann sagst, dass diese Person jetzt sagen kann, dass sie von Kai Pflaumen einen Korb bekommen hat. Bist du mit, ich schätze mal von deinem Outfit her, Anfang 20 nicht zu jung, um solche Dad-Jokes zu machen? Weil es nie zu jung, um solche Witze zu machen. Ja. Ich glaube, du hast den bei mir schon mal gemacht, glaube ich. Habe ich? Ich glaube schon. Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das ist ja ein Running Gag dann scheinbar von dir. Ja. Möchtest du was trinken? Hast du Lust? Nee. Hättest du dir selber holen müssen. Ja. Weil ich kann dir nicht das Wasser reichen. Das stimmt. Mhm. Den hast du vermutlich schon mal gemacht.
Wenn ich mit Verkleidung bei 2024 das Quiz als Gast teilnehmen würde, würdest du mir dann helfen, die ganze Kohle zu gewinnen? Der gute Zweck wäre mein Konto. Oh ja, auf jeden Fall. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Also kommt ja wieder, ne? 2024 das Quiz. Ich kenne das nicht. Du kennst das gar nicht? Nee, gab es ja auch noch nicht. Also weil letztes Jahr war es 2023 das Quiz. Das kenne ich. Genau, 2024 das Quiz kommt ja dann erst jetzt Ende diesen Jahres. Und es hängt ja dann immer sehr davon ab, was in der Sendung passiert, was in dem Jahr so alles dann war. Ist ja quasi ein Jahresrückblicksquiz. Ja, ja. Und da muss man dann gucken, was dann für eine Verkleidung gerade passen würde. Also letztes Jahr war Barbie ja ein großes Thema. Und also da hätte ich dich auch gesehen. Also ich finde, du bist ja für mich auch so ein Typ, so pink, rosa, so eine Welt. Da müsstest Warum? Du eigentlich, ich glaube, da musst du mal so ein bisschen eintauchen. Warum? Ja, du bist einfach so ein Typ, der kann alles tragen. Das stimmt. Ich könnte dich auch tragen. Das stimmt. Ja. Absolut. Ja. Ein Tipp von dir ist es, einen Damenstrumpf über die Bürste zu ziehen. Am besten einen aus Nylon. Was bedeutet Erotik für dich? Das ist, also schöne Schuhe sind schon was sehr Sinnliches. Bin ich sehr sinnlich? Das ist okay. Ja. Also das ist jetzt nichts, das hat nichts mit sinnlich zu tun. Ne? Nee, das sind auch keine sinnlichen Schuhe. Es geht mehr so darum, wie gepflegt Schuhe auch sind. Also das ist ja auch ein bisschen eine Typsache. Das kann ja so ein richtiger Vintage-Sneaker sein. Ja. Ne? Also wo es gewollt ist, dass die auch so ein bisschen abgerockt sind. Das kann sehr passen. Aber wenn man so einen eher guten Schuh anhat und der ist dann so ein bisschen versifft, dann sagt das ja auch viel über den Menschen aus. Ja, und das finde ich dann nicht so. Und ich finde also wenn du einen schönen Lackschuh zum Beispiel zum Smoking, du hast ja schon mal einen Preis gewonnen. Ne? Ja. Hast ja auch ein Smoking angehabt. Mhm. Ne? Und schönen Lackschuh. Ne? Und der muss dann wirklich ganz sauber sein. Mhm. Weil das ist unsinnlich, wenn so ein schöner Schuh nicht sauber ist. Okay. Mhm. Aber das bedeutet Erotik für dich? Ein schöner, sauberer Schuh? Auch. Kann auch sein, ja. Also gibt es ein weites Feld. Mhm. Dann ist so eine Gala ja ziemlich anstrengend für dich. So muss ich ja echt zusammenreißen. Ja, aber ich habe ja den Blick meist voraus. So eine erotische Gala. Ja. Mhm. Schön sauberen Schuhen. Ja. Okay. Du strahlst ja immer so eine unglaubliche Ruhe aus, dass man dir dafür oft einfach aufs Maul hauen will. Wann willst du denn mal anderen Leuten aufs Maul hauen? Ach. Also ich mag zum Beispiel so Menschen, die intolerant sind. Intolerant sind, das mag ich gar nicht. Ne? Oder was? Das kennst du nicht. Wenn man irgendwo hinkommt, ne? Und du siehst im Servicebereich zum Beispiel, da ist jetzt wirklich, die sind nicht so nett zu ihren Gästen, zu ihren Kunden. Ne? Und plötzlich wird man erkannt. Mhm. Ne? Und dann ändert sich das so um 180 Grad. Ja, ne? Das kenne ich Und dann nicht. Sind sie alle super, super nett auf einmal. Mhm. Das mag ich überhaupt nicht. Mhm, okay. Nee, das mag ich gar nicht. Wir können das ja mal gerne zusammen machen. Dann bin ich die Person. Uns aufs Maul hauen? Die nicht erkannt wird. Ja. Und dann sind sie sehr unfreundlich zu mir. Ja. Sie werden aber freundlich zu dir. Ja. Und dann können wir den beiden aufs Maul hauen. So, wir beide dann zusammen. Können wir machen. Der Servicekraft. Mhm. Wobei in der Konstellation, die du jetzt gerade geschildert hast, fände ich das eher akzeptabel. Aber sonst können wir darüber mal nachdenken. Okay. Okay. Die Zeit hat mal über dich geschrieben. Kaum ein Ostdeutscher hat die Regeln des Kapitalismus so gut verstanden wie Kai Pflaume. Erklär mal die Regeln des Kapitalismus für einen Bürgergeldempfänger. Die Regeln des Kapitalismus, also ich habe das doch mal gesagt, ich war ja mal bei Herzblatt vor ganz vielen Jahren, ne? Damals noch so eine Dating-Show mit Rudi Carrell. Ja. Und ich habe ja mal an der Börse gearbeitet und dann hat mich Rudi Carrell gefragt, warum ich an der Börse arbeite und wie ich da hingekommen bin, weil ich ja ursprünglich aus der DDR komme. Und da habe ich gesagt, naja, wenn schon Kapitalismus, dann an der Quelle. Ne? Also da entsteht er ja quasi an der Börse. Ne? Und das ist so, also Kapitalismus ist im Grunde genommen Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Ne? Also so grundsätzlich erstmal. Kann ich mich sogar daran erinnern, an diesen Ausschnitt. Ja? Ja, der ist ja schon so TikTok, 60 Jahre Instagram alt. Und so. Ne? Also ich glaube, war der schwarz-weiß?
Weiß ich gar nicht, ob der schon in Farbe war. Da war gerade kurz vor dem Switch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ne? Aber ja, das war schon sehr lange her. Ja. Passend dazu, wünschst du dir manchmal, dass du lieber an der Börse geblieben wärst, statt jetzt für so vergleichsweise wenig Kohle ständig den netten Onkel bzw. Opa zu spielen? Ach, das ist viel entspannter heute und ich erlebe viel mehr als zu der Zeit, als ich in der Bank gearbeitet habe. Ich mag meinen Job sehr, ne? Und ich bin da auch sehr flexibel. Also je nachdem, was von mir erwartet wird, ne, bin ich mal der Jungspund, mal seriös. Ja, also was gebraucht wird gerade. Okay, ja, passt sich quasi an. Ja. Ja. Ist doch schön. Ich könnte dich ertragen, aber kann ich mich mal für eine Liegestütze auf deinen Rücken setzen? Also auf dem Weg runter denke ich schon. Hoch wird es schwierig, denke okay. ich. Okay. Ja. Also da, man sagt ja immer, es ist wie beim Bankdrücken. Ne? Also man sagt ja immer Bankdrücken, also man ist dann in gutem Shape, wenn man sein eigenes Körpergewicht drücken kann. Und da bist du ja, glaube ich, ein bisschen über meinem Körpergewicht. Bisschen. Und deswegen, glaube ich, wird das schwierig. Ja. Ja. Okay. Ja. Aber du kannst dich vielleicht bei einem Klimmzug an mich dranhängen. Was macht eigentlich dein Handstand? Du wolltest mal Handstand lernen, oder? Ja, das waren alle Fragen. Ja. Wenn du noch mal klein oder groß spielen möchtest, die Toilette ist da hinten. Ansonsten danke ich dir für deine Zeit. Das waren schon alle Fragen. Ja, reicht aber auch jetzt, finde ich. Also, oh, ich hätte noch. Nö, das reicht, glaube ich, auch den Leuten. Such dir noch eine. Das reicht, glaube ich, den Leuten auch. Ich kann ja noch eine rausziehen. So einfach, so zufällig. So random. Das waren alle Fragen. Ach, das waren wirklich? Ja, das waren wirklich alle Fragen. Durchgespielt? Fertig. Verrückt. Da ist nichts mehr drin. Weil jetzt die nächste wäre Zwetschge und Pflaume. Ach, das war ja die erste, glaube ich, ne? Ja. Okay. Ja, mal gucken. Also der Druck ist hoch. Ich hoffe mal 200.000 Aufrufe. Nur? Das wäre eine Enttäuschung. So die ersten 12 Stunden, dachte ich. Ja, das wiederum, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Also wenn wir das zusammen pushen und du noch ein bisschen, du kannst ja ein bisschen Kohle noch drauflegen, also aufs Video. Nee. Bisschen. Machst du sonst bei den Videos auch? Hätte ich gemacht, wenn ich bezahlt worden wäre für, wer weiß denn sowas. Ja, wolltest du doch. Na komm, die 500 Euro kannst du drauflegen. Das reicht, glaube ich, nicht. Meinst du? Nee. Oh. Ja, dann machen wir so. Lass uns das beenden ich jetzt an dieser Story. Stelle. Du machst eine Story. Ich danke dir. Ja. Tschüss. Ja. Ja, du kannst gehen gerne, wenn du möchtest. Sonst schaffst du das nicht mehr. Ach so. Es ist sehr kalt hier bei euch. Das ist schon mal aufgefallen. Du sitzt aber auch natürlich nur im Shirt und es ist ja natürlich auch noch Februar, ne? Gut. Was hast du geguckt da gerade? Das ist eine Uhr. Ja. Wie spät das ist? Nee, ich wollte wissen, wie warm es draußen ist. Ah, okay. Weiß 4 Uhr. 6 Grad. Draußen sind es bis 11 Uhr. 6 Grad. So, gut. Dann gehe ich jetzt. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ich habe letzte Nacht 7 Stunden 37 Minuten geschlafen und davon war die Schlafdauer konstant. Und ich hatte eine sehr gute Tiefschlafphase. Ich bleibe noch eine Minute sitzen, weil ich werde erst um 11 abgeholt. So.